Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen heute wieder eine Gen 4 Entwicklung abschließen. Hoffe ich doch, wenn wir den Sinnohstein bekommen zumindest. Aber vorweg eine kleine Info, eine kleine News. Shiny Sandan nun in Pokémon Go verfügbar. Die Seite pokefans.net hat da kurz was gepostet, weil ein kleines Event in Japan gerade ist. Und so wurde auch Sandan jetzt als Shiny eingeführt. Ihr seht hier also zwei Grafiken natürlich. Nicht nur Sandan, auch Sandama gibt es jetzt als Shiny. Und richtig genial, das Sandan ist wieder als Shiny in einem seichten Pfeffigrün eingelegt. Wunderbar, also das finde ich richtig herrlich. Wenn ich das hätte, das würde ich auf jeden Fall nicht entwickeln, weil das Sandan einfach genialer aussieht als das Sandama. Aber mein Ziel ist natürlich wieder beide zu haben. Und die ganze Familie auf der Hand zu besitzen, von jedem Shiny übrigens, ist ein langer, steiniger Weg, kostet 10 Millionen Staub. Und genau, wir werden jetzt aber mal schnell rüberschauen ins Pokémon rein. Wir können nämlich heute eine Aufgabe abholen, das ist ganz unten, das müsste sogar die Traunfugil-Quest sein. Vielleicht haben wir jetzt ein Shiny Traunfugil dabei. Na? Zum Nikolaustag, das wäre sehr löblich. Nein, es ist leider ein normales, aber gut, man kann nicht alles haben. Das werden wir jetzt erstmal fangen. Dann müssen wir natürlich noch den Feldforschungsdurchbruch abschließen, müssen uns dadurch kämpfen, um endlich den Sinnohstein hoffentlich zu bekommen und noch die Entwicklung abzuschließen. Aber erstmal am Traunfugil vorbei, 809, Kampfmedaillen aufnehmen, Angriff, haut mich um, also schlecht, kann auch gleich fort. Dann werden wir als nächstes jetzt natürlich die Feldforschung abholen, hoffen natürlich auf den Sinnohstein, 2000 Staub, eine Sananabeere, oh shit, und kein Sinnohstein dabei. Aber wir schauen mal, was in der Feldforschung drin ist. Es ist ein Raikou, denn da kann ja jetzt alles Mögliche drin sein. Also Arctos, Zapdos, Lavados kann drin sein. Genauso wie Raikou, Entei und Suicune. Ich habe jetzt also ein Raikou bekommen. Das werden wir mit der gelben Beere jetzt einfach mal eintüten, mitnehmen. Lalalala. Zack, daneben. Wunderbar. Und ich habe auch schon gesehen von jemandem heute, der hat ein Shiny Lavados, glaube ich, bekommen. In der Schleusinger Gruppe auf jeden Fall, hat jemand einen Shiny Lavados aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen. Denn die Vögel gibt es natürlich als Shiny, die könnt ihr darüber bekommen. Oh, Bruder, jetzt mach nicht so Faxen, ja komm dann. Nichts mit Fangtrick, einfach drauf und einfach daneben. Jetzt aber, und er hüpft wieder, der will mich doch verarschen. Dann probieren wir es nochmal. Und er greift an, aber das, ich glaube, das wäre eh nichts geworden. Jetzt! Und er hüpft! Warum? Hör auf zu hüpfen, Mann! Ich gebe dir gleich eine Ananas. Einfach fabelhaft, so muss es sein. Jetzt noch 10-mal den Ball wackeln lassen, noch 100-mal ausbrechen. Genau, so habe ich mir das gedacht. Aber wir haben ja Zeit, da wir eh keinen Sinnohstein benutzen können. Hey! Vielleicht sollte ich mich doch einfach besser mal konzentrieren. Dann würde das auch besser durchgehen. Na? Werde weiß ich natürlich jetzt auch wieder nicht. 1469, also klingt auf jeden Fall interessant. Ob das jetzt gut ist, sehen wir dann, wenn wir es eingetütet haben. Ich habe ja schon ein, ne, ich habe kein 100er, ein 100er Entei habe ich damals aus den Raids bekommen. Beim Raikou habe ich glaube ich nur ein 98er. Wäre natürlich cool, da auch mal ein 100er zu bekommen. Und es ist ein mit allen Aufnehmen, KP, Angriff, ja, 15. Wir können ja mal kurz schauen. Ach ne, können wir nicht. Das zeigt es ja wieder nicht an, wenn ich hier die Kalsi-EV-App starte. Da ist das ja wieder fort. Also ich werde es gleich nochmal bewerten und das werde ich dann hier einblenden. Bäm, was es geworden ist. Leider kein Sinnohstein, aber nicht so schlimm, weil den Sinnohstein bekommt man ja dann auch bei den PvP-Kämpfen. Ja, im PvP-System als Belohnung könnt ihr natürlich Sinnohsteine auch erhalten. Und da werden bestimmt mehr abspringen als zufällig über den Feldforschungsdurchbruch. Deswegen würde ich sagen, war es das von heute. Gute News, jetzt gibt es Sandan, also wild in der Wildnis zu fangen. Geht raus, sammelt Sandan, holt euch die Teile. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.